Ich liebe Rollenspiele und ich liebe das Super Mario Franchise. Wieso zum Teufel gehören also die Paper Mario und die Mario & Luigi Spiele nicht zu meinen liebsten Spielen aller Zeiten? Nun, die Paper Mario Spiele mochte ich ja immer. Der GameCube-Teil war ein Meisterwerk und Color Splash gefiel mir super, aber sobald Luigi dabei war, konnten mich die Spiele nie so richtig begeistern, was nicht unbedingt an ihm lag. Aber ich hatte auch nie das Gefühl, die Spiele so richtig, richtig wahrgenommen zu haben. Ich habe Superstar Saga damals als Kind auf dem Game Boy Advance gespielt, aber auch nicht selber besessen. Bowser in Time auf dem DS habe ich gespielt, aber in einer Zeit, in der ich gefühlt 10 geile Spiele auf einmal zocken wollte. Und bei Dream Team Brothers war das genauso. Ich hatte es auf dem 3DS, hatte aber auch Monster Hunter, Fire Emblem und Dark Souls damals zu spielen. Deshalb ist das Spiel gespielt worden, aber nicht so richtig. Ihr versteht, was ich meine, oder? Umso mehr freut es mich, dass ich jetzt ein Testmuster von Nintendo bekommen habe, vielen Dank dafür, zum aktuellen Remake vom alten GBA-Teil. Ich habe mir diesmal genug Zeit genommen, Abend für Abend das Spiel genossen und kann jetzt endlich einmal richtig vernünftig preisgeben, was ich von diesem Spiel halte. An dieser Stelle vielen Dank an Domtendo für das Videomaterial. Ist schon ein kleinerer Let's Player im deutschsprachigen Raum, der noch groß werden möchte. Könnt ihr ja mal rüber gucken. Prinzessin Peach wird von Bowser entführt. Huch! Die Gewohnheit, Entschuldigung. Es passiert hier ja gar nicht. Naja, doch, aber da sind wir eigentlich schon bei der größten Stärke des Spiels vielleicht angelangt. Sie erzählen alle so eine süße, charmante und einzigartige Geschichte innerhalb der Mario-Universen. Oder manchmal auch neu ausgedacht, mit eben all diesen bekannten Figuren und manchmal neuen. So tun wir uns tatsächlich mit Bowser zusammen, weil die Stimme von Prinzessin Peach dem räuberischen Machenschaften von Luke Miller und ihrem Assistenten Krankfried zum Opfer gefallen ist. Ursprünglich getarnt als Gesandte aus dem Bohnenreich war das ein fieser Trick und ein großer Skandal. Dabei wollte Bowser eigentlich gerade Peach entführen, aber als dann bemerkt wird, dass Peachs Stimme jetzt anders ist und bombig ist, da fürchtet selbst Bowser um sein geliebtes Heimatland und gemeinsam geht's auf ins Bohnenreich. Klingt bekloppt, ist es auch, und wir stolpern direkt zur nächsten Stärke dieser Spiele. Der Humor und der Charme. Allein am Anfang musste ich so viel lachen, wie Luigi da rekrutiert wird, aber eigentlich gar nicht will. Die Sprüche Bowsers, diese kleinen Szenen im Hintergrund und diese Seitenhiebe gegenüber Luigi, eigentlich hat Luigi die lustigsten Szenen, weil die beiden sind halt hier Superstars im Bohnenreich, total bekannt, und dann eigentlich nur Mario. Und dann sagen sie mal, oh, bist du der berühmte Mario? Ja, ja. Und du der berühmte Luigi? Ja, ja. Und wer ist eigentlich Luigi? Keine Ahnung. Und das sind immer so diese kleinen Sprüche und das ist einfach saukomisch. Man hat aber auch richtig gemerkt, dass die Programmierer und auch die Übersetzer hier richtig, richtig Spaß hatten, diese Geschichte und diese Dialoge zu schreiben oder zu übersetzen. Ähnlich wie bei Final Fantasy 9 ist alles so ulkig geschrieben und es fallen Worte, die man sonst so in Spielen nicht hört. Und ich musste das ganze Spiel über grinsen, auch wegen der deutschen Wortwahl. Das gilt auch für die Extra-Story. Denn in diesem Remake wurde ja nicht nur die Grafik wunderschön überarbeitet, ich war teilweise recht erschrocken, wie viel besser ich die Game Boy Advance Optik noch in Erinnerung hatte. Die war nicht schlecht, sie war halt Game Boy Advance. Aber ich habe gedacht, so viel besser sieht das gar nicht aus. Aber doch, das sieht schon deutlich besser aus. Vor allem diese kleinen Gesten kommen besser rüber. Es werden aber auch super viele kleine Gameplay-Verbesserungen vorgenommen. Es gibt echt so eine richtig lange Liste mit Sachen, die sie überarbeitet haben. Manchmal Dinge, von denen man gar nicht wusste, dass es ein Problem war. Also da haben sie sich echt viel Gedanken gemacht, da ganz viele kleine Sachen auszubechern. So irgendwie, das, was man am meisten merkt irgendwie, ist, dass die Trefferpunkte und der Gegner und von Luigi und Mario ein bisschen überarbeitet. Das Spiel wurde halt anders gebalanced. Und es gibt eben diese eine Extra-Story. Im Hauptspiel geht Bowser ja verloren und nun spielst du einen Goomba, der in auch wieder super lustigen Szenen zum Anführer eines kleinen Trupps gekürt wird und auf geht's. Hier greift deine Truppe die gegnerische an. Und zwischendurch gibt es klitzekleine Quicktime-Events, aber ansonsten kommt es halt darauf an, was du da aufstellst und wie du halt mit deinem eigenen General taktierst. Das ist ein Dreieck, wie man es halt kennt. Flieger sind stark gegenüber Bodeneinheiten, Fernkämpfer stark gegenüber Fliegern und Boden schlägt Fernkampf. Kennt man. So fummelst du deine Aufstellung zurecht, levelst deine Figuren hoch und springst durch diese saukomischen Szenen, die so super sind, weil du eben die Bowser-Schergen spielst und so witzige Ansichten aus Sicht der Schergen gegenüber Mario und so weiter geäußert werden. Erneut, das muss so viel Spaß gemacht haben, sich das alles auszudenken.
Während das Ganze hier recht simpel bleibt, hat das Hauptspiel ja auch nicht viel mehr zu bieten. Aber man wählt halt seine Attacken, Sprünge, Hämmer, Magiehände und so weiter. Guckt natürlich, dass die Attacke beim Gegner überhaupt Sinn macht, weil ich springe ja zum Beispiel nicht auf den Stachel rauf. Und versucht den Angriffen des Gegners durch so kleine Einlagen auszuweichen. Hierbei kann man dann auch Power-Attacken ausführen, die viel Schaden machen und teilweise gar nicht so einfach zu managen sind. Und die kosten Brüderpunkte, also so Energie. Ja, das war es eigentlich. Es gibt Hosen als Ausrüstung, Orden für Sondereffekte und damit sind wir eigentlich schon durch. Das Ganze ist halt nicht wirklich komplex, aber das ist auch das Positive des Ganzen. Es ist eigentlich recht simpel. Und mir fiel auch sehr positiv auf, dass alles irgendwie recht fix ging. Ich hatte halt Angst, dass die Kämpfe mich nerven würden und sich halt ziehen würden, aber da man die Gegner auf der Oberwelt überrumpeln und sie dann auch im Kampf selber kontern kann, macht man viel extra Schaden und sowieso kann man den Kämpfen ja ausweichen, wenn man schafft und ich hatte so irgendwie durchweg Spaß. Es hat teilweise sogar Spaß gemacht, ein bisschen zu leveln. Es ist auch cool, weil du kriegst ja deine Stats, aber du kannst dir immer ein Stat aussuchen, bei dem du noch so einen kleinen Extra-Bonus haben möchtest. Ich bin bei Luigi voll auf Defensive gegangen und bei Mario volle Pulle auf Angriff und irgendwie hat das gut geklappt. Mario hat den Schaden gemacht, Luigi hat getankt und hat geheilt oder Mario wiederbelebt, wenn er gestorben ist. Irgendwie war das witzig. Es gibt da jedoch eine Sache, die mir tierisch auf den Senkel ging. Mario und Luigi bekommen im Laufe des Spiels Fähigkeiten, um Rätsel zu lösen. So können sie gemeinsam zum Beispiel höher springen, mit Hämmern Blöcke zerhauen, einen Wirbelwindsprung machen. Mario kann halt Luigi unter den Boden hauen, Luigi kann Mario klein hauen, Magiehände nutzen und so weiter. Am Anfang war es ja noch okay. Man bekam es beigebracht und nutzte es. Und dieses Beibringen geht auch so ein Ticken zu lang, finde ich übrigens. Man musste allerdings ziemlich oft diese Fähigkeiten nutzen und das Wechseln zwischen diesen ging am Anfang noch gut per Schultertasten. Wenn man dann aber mehrere hat, dann nervt das und ständig auf dem Touchscreen zu fummeln nervt auch. Ich mag es einfach nicht, wenn ich aus meiner angenehmen Haltung heraus ständig auf dem Touchscreen fummeln muss. Ich weiß nicht warum, es spielt sich einfach nicht angenehm. Bei Metroid 2 musste man diesen ja nur kurz berühren, das ging mit dem Daumen, aber hier muss man ja auch das richtige Feld treffen und man muss viel zu oft wechseln. Dass man Areale durch Fähigkeiten abschirmt, um den Fortschritt zu sichern, okay. Dass man sich Rätsel ausdenkt, auch okay. Aber diese hohen Sprünge und die Wirbelsprünge, die beiden insbesondere, kommen andauernd vor, ohne Sinn. Einige Dungeons sind gespickt davon, auf der Oberwelt auch ständig, ohne irgendeinen Grund. Es bietet absolut keinen spielerischen Mehrwert und hielt mich ehrlich gesagt davon ab, die Areale in die Oberwelt so richtig zu erkunden, weil es einfach nur genervt hat. Das Spiel ist weder lang noch groß und ich hatte das Gefühl, dass man durch diese ganzen Einlagen das Ganze ein wenig strecken möchte, indem man ständig diese Fähigkeiten nutzen musste. Das war echt eine schlechte Entscheidung. Aber gut, auch wenn es stört, der Witz des Spiels, die irgendwie interessante Story und die ganzen Charaktere aus dem Bohnenland und die Minions, vor allem gegen Ende hin, ich musste echt viel lachen. Und das Spiel ist einfach niedlich, das Gameplay geht locker von der Hand, Musik ist großartig. Da steckt man diese störenden Hindernisse irgendwie weg. Ich bin froh, endlich einmal einen Mario und Luigi-Teil so richtig genossen zu haben. Kann es dick empfehlen, auch wenn man auf solche Spiele steht und auch für Freunde des Originals, denn als Remake ist das Ganze sehr gelungen. Vor allem dieser Extra-Part mit den Schergen, der ist so komisch. Endlich weiß ich, diese Spiele einzuordnen. Sie sind keine langen Aufgaben, bieten keine spielerischen Finessen oder tiefsinniges Kampfsystem. Sie unterhalten, machen Spaß, haben ihren gewissen Charme, sind urkomisch, haben meist eine schöne Musik und sind perfekter Spaß für zwischendurch. Ja, ich hoffe, diese Review hat euch gefallen, konnte euch vielleicht ein bisschen bei der Kaufentscheidung helfen oder vielleicht auch nicht. Vielleicht könnt ihr jetzt besser dieses Spiel einordnen. Ich würde mich in den Kommentaren natürlich freuen, ein bisschen was von euch zu lesen dazu. Ein Daumen nach oben würde mich freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Tim sagt Tschüss, bis zum nächsten Mal.